Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's mal ein etwas anderes Video, gleichzeitig aber auch ein spannendes Video, wie ich zumindest finde. Ja, und zwar geht es heute darum, welches Tier passt zu mir. Also, wenn ihr euch die Frage stellt, welches Tier eigentlich zu euch passt, dann ist dieses Video auf jeden Fall eine Hilfe für euch. Das hoffe ich zumindest. Und ja, also es geht jetzt nicht darum, welches Tier zu mir passt, also zu mir persönlich, sondern zu euch, wenn ihr euch diese Frage stellt. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Als allererstes solltet ihr euch mal die Frage stellen, was will ich eigentlich von dem Tier? Also will ich ein Tier, mit dem ich spielen kann, mit dem ich kuscheln kann, das ich viel streicheln kann, oder will ich ein Tier, das ich einfach nur beobachten kann? Dann müsst ihr euch noch selbst die Frage stellen, wie seid ihr eigentlich? Also was für ein Typ seid ihr? Seid ihr eher bequem, fleißig, sportlich? Und dann müsst ihr euch natürlich auch überlegen, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Und zwar geht ihr noch zur Schule? Geht ihr arbeiten? Und wenn ja, zu welchen Zeiten? Also das muss man sich alles einfach überlegen. Wenn man zum Beispiel tagsüber viel weg ist, wird es schwerer mit manchen Tieren sein, die halt einfach nicht alleine sein möchten. Und was ihr euch auch noch überlegen solltet, ist, bin ich eigentlich halt alleine? Habe ich Freunde, Familie, einen Partner, was auch immer, der mich unterstützt, oder Kinder, was auch immer? Also das sollte man einfach so ein bisschen für sich überlegen, bevor man sich ein Tier anschafft. Jetzt noch ein kleines Beispiel für die Zeit. Wenn man sehr viel Zeit hat, dann kann man zum Beispiel leichter einen Hund haben oder eine Katze, eventuell auch ein Pferd, aber es geht ja jetzt hauptsächlich um Haustiere. Wenn man etwas weniger Zeit hat, dann sind zum Beispiel eher Degus, Hamster, Mäuse, Vögel und Fische geeignet, also so Kleintiere oder zum Beispiel auch Schildkröten oder Geckos etc. Denn das sind einfach Tiere, also Kleintiere, die meistens nicht ganz so viel Zeit von einem beanspruchen. Natürlich schon Pflegezeit, aber sie brauchen nicht unbedingt dich als Menschen, um sich super wohl zu fühlen. Denn Degus oder Vögel oder Fische haben ja ihre eigenen Partner, ihren eigenen Schwarm und leben dann so unter, also für sich. Sie können natürlich schon zahm sein und zutraulich sein und sich auch über dich freuen. Aber sie brauchen dich nicht wirklich. Also sie brauchen dich, um Futter zu bekommen, um Wasser zu bekommen, um regelmäßig sauber gemacht zu werden und natürlich eine Neugestaltung oder so des Käfigs zu haben. Aber sie kommen jetzt auch ohne Probleme mehrere Stunden ohne einen aus. Bei Kaninchen ist das nochmal ein bisschen anders. Kaninchen zum Beispiel brauchen schon etwas mehr Aufmerksamkeit auch. Hunde und Katzen brauchen aber im Vergleich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Gerade Hunde mögen es nicht gerne alleine zu sein, da sie Rudeltiere sind. Katzen haben schon auch zwischendrin gerne mal ihre Ruhe. Trotzdem sind Katzen auch nicht gern alleine. Also ich merke das bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Urlaub bin oder sonstiges, dann ist meine Katze schon beleidigt, wenn ich wieder zurück bin. Also das findet sie nicht so toll. Manche gehen damit natürlich leichter um, andere nicht. Es kommt auch arg darauf an, wie sehr das Tier auf einen fixiert ist. Gerade in einer Familie macht es jetzt nicht so viel aus, wenn zum Beispiel nur eine Person mal weg ist. Ja, also Zeit ist ganz wichtig. Und wie gesagt, natürlich muss man sich um jedes Tier kümmern, aber gerade so Kleintiere kann man auch ruhig mal etwas länger alleine lassen. Hunde und Katzen finden das jedoch nicht so schön. Als nächstes solltet ihr euch dann noch überlegen, wie viel Aufwand benötigt eigentlich das jeweilige Tier und natürlich auch, wie viel Aufwand möchtet ihr eigentlich betreiben. Man muss immer vor Augen haben, dass man bei einem Tier, ganz egal welchem, sehr viel putzen muss. Man muss das Tier beschäftigen. Mit einem Hund muss man zum Beispiel auch spazieren gehen und zwar mehrmals am Tag. Putzen, also rein vom Saubermachen, würde ich sagen, sind Kleintiere deutlich mehr Arbeit. Denn gerade Hunde erledigen ja ihr Geschäft im besten Fall draußen und Katzen auch, oder sie haben ein Katzenklo. Bei Kleintieren muss man aber immer das ganze Gehege oder den Käfig säubern
Und natürlich auch so den Außenbereich, also jetzt gerade zum Beispiel Wellensittiche sollten ja auch Freiflug haben. Da muss man auch immer wieder alles sauber machen und neu gestalten. Und auch bei Kleintieren ist das so. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Hunden und Katzen nicht so. Dafür benötigen Hunde und Katzen, wie gesagt, deutlich mehr Aufmerksamkeit von einem. Also man muss mehr Zeit mit dem Tier an sich verbringen. Ja, also jedes Tier hat Vor- und Nachteile. Und was natürlich bei Hunden und Katzen auch dazu kommt, ist die Fellpflege, die wiederum bei Wellensittichen oder anderen Vogelarten oder auch Kleintieren größtenteils wegfällt. Ja, aber bei Kleintieren muss man zum Beispiel das Einstreu immer wechseln. Sehr viel Einstreu liegt oft am Boden neben dem Käfig und das muss man natürlich auch alles beachten. Also auch kleine Tiere machen sehr viel Arbeit, wenn man das auch meistens gar nicht wirklich vor Augen hat. Was ihr euch auch noch überlegen müsst, ist, in welcher Situation seid ihr eigentlich gerade? Wie gesagt, seid ihr alleine in der Familie, habt ihr Kinder, ein Paar, was auch immer? Und natürlich auch in der beruflichen Situation, seid ihr jetzt gerade in der Ausbildung oder in einer festen Arbeitsstelle? Und wenn ja, ist jemand anderes zu Hause, während ihr nicht zu Hause seid? Denn gerade bei einem Hund ist das schon wichtig. Ein Hund kann man teilweise auch mit zur Arbeit nehmen, kommt darauf an, was man arbeitet. Aber wenn man jetzt wirklich 8 bis 10 Stunden weg ist, ist das für einen Hund schon echt schlimm. Wiederum Katzen finden es, also es gibt Katzen, die das wirklich blöd finden. Es gibt aber auch Katzen, für die das okay ist. Und manchen Kleintieren zum Beispiel macht das eigentlich gar nichts aus, denn die haben dann sich oder wollen eh alleine sein. Und ja, also wenn man jetzt wirklich immer fast nie zu Hause ist, den ganzen Tag nur arbeiten ist, dann würde ich sagen, ist ein Hund nicht so gut geeignet. Dann sollte man lieber ein Kleintier haben. Was man sich auch noch überlegen sollte, ist, was ist eigentlich, wenn man mal in den Urlaub geht? Wer kümmert sich dann um das Tier? Ein Hund kann man zum Beispiel teilweise mitnehmen. Wenn man einen Hund aber nicht mit in den Urlaub nehmen kann, dann wird es auch schon sehr problematisch, denn man muss eine Person finden, die sich um den Hund kümmert, die Zeit hat, mehrmals am Tag mit dem Hund spazieren gehen kann. Katzen kann man selten mitnehmen. Da muss man natürlich auch eine Person finden, die nicht nur einmal am Tag vorbeikommt, sondern auch mehrmals. Gerade zum Beispiel auch, wenn man Freigänger hat, denn die Katzen wollen ja rein und raus. Oder wenn man Hauskatzen hat, muss man diese natürlich auch beschäftigen. Und bei Wellensittichen oder anderen Kleintieren, wie zum Beispiel auch Hamstern oder Mäusen, ist das etwas leichter. Da muss man jemanden finden, der natürlich schon jeden Tag kommt, die Tiere füttert und eventuell auch mal sauber macht. Allerdings muss man jetzt nicht wirklich extremst viel Zeit mit dem Tier verbringen als Urlaubsbetreuung. Und ja, das muss man sich halt einfach auch überlegen. Wer kümmert sich um mein Tier, wenn ich nicht da bin? Wo kann ich es hin tun? Kümmern sich Familienmitglieder, Freunde oder finde ich niemanden? Und dann wird es natürlich sehr problematisch. Und das ist jetzt auch zum Beispiel nicht nur im Urlaub so, sondern auch, wenn man mal vielleicht krank ist, gerade auch jetzt mit Corona, wenn es einmal wirklich schlecht geht oder man ins Krankenhaus muss. Oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Fälle. Und ja, darüber sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Was man auch noch beachten sollte, gerade wenn man zum Beispiel Kleintiere haben möchte, ist, dass man oft mehrere benötigt. Gerade bei Vögeln braucht man oft einen Schwarm oder eine Gruppe. Auf jeden Fall mindestens 2 Vögel. Bei Kaninchen, Meerschweinchen, Mäusen oder Degus braucht man auch mehrere, am besten eine Gruppe. Hamster kann man ja auch alleine halten, Hund und Katze auch, aber auch die freuen sich über Artgenossen. So, und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen auf die Frage ein, welches Tier jetzt eigentlich so zu einem passt. Natürlich gibt es da keine grundsätzliche Antwort. Im Endeffekt muss man sich selber fragen, wie gesagt, die Punkte, die ich jetzt genannt habe, wie viel Zeit habe ich, wie ist man, was will man mit dem Tier machen, wie ist die eigene Situation, wer passt auf das Tier auf und was man auch beachten sollte, sind die Kosten für die jeweiligen Tiere. Ja.
Also jetzt Hunde, Katzen sind etwas teurer und Kleintiere meistens etwas günstiger. Man darf aber auch die Kosten drumherum nicht vergessen, wie Futter, Einstreu etc. und Zubehör. Also das ist alles wichtig. Und dann sollte man halt einfach mal überlegen, welches Tier man natürlich eigentlich auch haben möchte, welches so der Favorit ist. Und ich würde jetzt mal sagen, ein Hund passt ganz gut zu Leuten, die relativ viel Zeit haben. Auch zu Leuten, die wirklich mehr Aufwand mit dem Tier haben möchten, die, wie gesagt, auch was unternehmen möchten, die gerne auch etwas fit unterwegs sind, also vielleicht auch gerne laufen, spazieren gehen, joggen, was auch immer. Und wie gesagt, halt relativ viel Zeit haben. Ob man jetzt in der Familie ist, allein, wie auch immer, ist eigentlich bei einem Hund egal. Da sollte man sich dann halt nochmal überlegen bei der jeweiligen Rasse oder was auch immer. Katzen sind auch, würde ich sagen, ganz gut für Leute auch geeignet, die schon arbeiten, aber auch regelmäßig natürlich Zeit zu Hause verbringen. Dann kommt es natürlich darauf an, wo man wohnt, ob die Katze rein oder raus kann. Und natürlich sind Katzen auch die Tiere mit Hunden zusammen, die gerne im meisten Fall zumindest gestreichelt werden. Also das sind, sag ich jetzt mal, eher so Kuscheltiere. Und Kleintiere sind meistens jetzt nicht zum Kuscheln geeignet. Dafür kann man Kleintiere auch leichter halten, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat und eventuell auch nicht ganz so viel Geld hat. Und für Tiere, die man gerne beobachten möchte, sind auch Kleintiere geeignet. Fische, Wellensittiche, Mäuse, Degus etc. Und Tiere, mit denen man etwas unternehmen möchte, die wirklich so am Familienleben teilnehmen, sind meistens eher Hunde und Katzen. Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, muss man das für sich selber wissen. Das sind halt einfach die Fragen, die man sich stellen sollte. Ja, ich würde sagen, wenn ihr auf all diese Kriterien achtet und natürlich auch ein bisschen so eure bevorzugte Tierart mit einbezieht und natürlich auch, wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen Problem eine Lösung für gibt, das lösen könnt, dann würde ich sagen, werdet ihr es hoffentlich schaffen, euer bevorzugtes Tier zu haben und auch halten zu können. Und ja, wie gesagt, das sind halt die Dinge, die ihr beachten solltet. Und dann, glaube ich, wird das ganz gut klappen, das perfekte Tier für euch zu finden und mit dem ihr dann auch ganz viel Spaß haben könnt. Und ja, man kann natürlich auch mehrere Tiere haben, da muss man dann halt auch ein bisschen drauf achten. So, das war es jetzt an dieser Stelle auch mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und hoffentlich auch helfen konnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!